so, du Treppenwitz, jetzt bist du endlich da. Ne? Monatelang, ne? Hast du alles schön schleifen lassen. Ne? Und jetzt kann ich wieder zusehen, wie ich dich auf die Reihe kriege, oder? Und wie soll das denn funktionieren? Ne? So ein bisschen am Blasen, wenn er 3 Stufen hochgehen muss. Wie soll das aussehen? Ne? Guck dich mal an. Ne? Solche Piepen hier. Ne? Falsch eingehängt. Ne? Was schlapp ist oben drüber. Wie soll das denn straff werden? Was hast du denn vorgestellt? Erstmal Treppe hoch und auch wieder runter, ohne hinterher diese Beklemmung zu haben. Und, ja, Beklemmungen habe ich, wenn ich die sehe. Die habe ich nicht, wenn ich die Treppe hochgehe. Das, was ich vor mir stehen habe, da habe ich Beklemmung. Also, wir müssen zusehen. Hier, gucken dir nochmal an. Der ist vorbei. Jetzt geht's an die anderen Sachen. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir die auf die Reihe kriegen hier. So ein schlappes Gestell habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also, klare Ansage. Was willst du erreichen? Treppe. Treppe. Eine Stufe, 2, 3, 10, 15, 20. Ich dachte einmal, erst, zweimal, dreimal. Also ich dachte erstmal. Nicht anfangen zu denken. Hoch und runter. Ja. Einmal. Hoch und runter. Einmal. Erstmal. Ja. Also, fangen wir an. Ja. Die Richtung. Ja. Laufen, bis ich schreie. Ja, wie schnell? So schnell wie du kannst. Wenn ich schreie, kommst du wieder zurück. Hopp! Zurück! Hopp! Ja, jetzt erstmal Luft holen, sonst müssen wir gleich die Sauerstoffflasche holen. Hau mal die ganzen Kippen raus da. Ich auch nicht. Komm wieder. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen kürzer zu machen. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen in die Ebene. Das heißt, wenn ich schreie, sofort runter in den Liegestütz. Wenn ich wieder schreie, hoch, wieder laufen, bis ich schreie, wieder runter in den Liegestütz. Hoch, nicht so viel nachdenken, einfach machen. Hopp! Hopp! In Liegestütz, die Arme! Also, hopp! Hopp! Das dritte Mal und du knickst schon wieder zusammen, du, wie ein Eichhörnchen. Hoch, komm, hopp! Ja, lass dich fallen. Mann, du. Viermal runter, du. Und schon ist alles vorbei. Ruh dich aus, sonst kriegen wir den zweiten Lauf schon nicht mehr hin. Wir haben jetzt gerade eben die zweite Stufe. Die zweite Stufe bist du in deiner Treppe jetzt hochgegangen. 20 Stufen hast du, habe ich gehört. Also, weißt du, wie viel noch auf dich zukommt? Mit der Luft besser? Ja, es wird aber besser. Nach 3 Monaten wird das besser. Du musst zusehen, dass du irgendwas auf die Reihe kriegst. Ne? Oder wird sich deinen Leuten so weiterhin zeigen? Also, ein bisschen Programm müssen wir noch machen. Jetzt laufen wir dahin. Ja. Auf Kommando, einen Hocksprung hoch. Ja, langsamer. Langsam ist überhaupt nichts. Langsam ist gestrichen aus dem Wortschatz. Ja, gestreckt. Hin, Hocksprung. Richtig die Knie hoch, richtig hochgehen und direkt runter in den Liegestütz. Und da wartest du, bis das nächste Kommando kommt. Dann wieder hoch, laufen, Tempo gehen, Hocksprung, wieder runter in den Liegestütz. Nicht fragen, einfach nur machen. Du hast kein Thema hier. Thema bin ich. Hopp! Hopp! Oh, hopp, komm, aber richtig hoch die Knie. Hör mal, was war das denn? Hocksprung, zack, hier, die Knie richtig hoch. Ja, richtig hoch ziehen. Hopp! Hopp! Hoch, hoch, richtig hoch! Meine Güte, du. Geht das auch in irgendeiner Dynamik? Oder geht das nur in Zeitlupe? Hopp! Quatsch nicht so viel. Hopp! Ei, ei, ei.
Voll klar. Hopp! Guck mal, da kannst du nicht mal eine Bildzeitung unter durchziehen. Drei Minuten Programm, du. Und dann 5000 letzten Loch. Aber dann über uns irgendwelche Dinger erzählen, du. Mach ich nie. Ja. Irgendwelche Berichte, Kommentare, du. Ne? Der soll endlich mal laufen, du. Und selbst zu keinen Schritt von anderen. Komm, wir laufen ganz locker. Komm, komm, ich laufe mit dir. Wenn du schlappe Socke endlich mal reinkommst. Das war zumindest die richtige Antwort. Kannst du auch sprechen dabei? Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Fällt aber schwer, oder? Ja. Merkt man. Jetzt schon Puls 180? Ab! Und komm hier wieder. Komm, wo bist du? Ich seh dich nicht hier. Komm, hey! Hey! Komm hoch! Hier, an meiner Schulter bist du. Sonst fangen wir erst mal richtig an. Komm, bist immer noch nicht da. Habe ich was von gehen gesagt? Ich kann wirklich nicht mehr. Ja, das heben wir uns für morgen auf. Komm. Das kann wieder ganz gut sein. Komm, probier was. Hopp. Und zack, ja, und hopp, hoch. Halt. Was habe ich erzählt? Kannst du noch zuhören oder funktioniert das nicht mehr? Schon alles so unterbelichtet mit Sauerstoff? Ja, also machen wir es nochmal. Ja. Machen wir die Übung einzeln. Leg dich hin. Ja. Leg dich hin. Komm und geh mal hoch in die Kerze. Hopp. Mein Gott. Was soll das sein? Kerze. Eine Kerze? Ja. Was für eine Kerze? Komm hoch hier, Mensch, du schlapper Hengst, du. Und festhalten, hopp. Ja, die dritte Stufe hast du. Und wieder ablassen. Und Luft holen. Komm, wir gucken noch einmal, was du in den Armen hast. Vielleicht können wir da was rausmachen. Umdrehen, Liegestütz. Umdrehen, Liegestütz. Ja, ist kein Wunder, dass die Hose kneift, du. Wie? Hey, hallo, hab ich was gesagt von hinlegen? Hallo, komm, und geh mal vorwärts. Komm, hopp, zack, zack. Mal sehen, ob wir in den Laufschritt reinkommen. Hab ich was von rechts gesagt? Und komm, hopp, ja. Das hängt hier alles durch, du. Das gibt's ja wohl nicht. Doch, es fehlt alles. Das Gewicht, die Luft. Wo muss ich denn die Muskeln? Schwerpunkte setzen? Überall. Anfangen im Kopf. Zuzusehen, dass man auch am Tag ein paar Mal die Treppen hoch und runter geht, das hilft schon. Aber und dass man das mal ein bisschen steigert, dass man draußen mal ein bisschen läuft. Laufen. Ein bisschen Gymnastik macht, ein bisschen Krafttraining macht. Ja. Damit kann man schon ein bisschen was erreichen. Und du musst einiges erreichen. Wie lange bräuchte ich, um bei 100% zu sein? 3 Jahre. Bei dem Körper 3 Jahre. Aber das Gute ist, du kannst das schaffen. Ja? Wenn die 3 Jahre hinkriegst, kannst du das schaffen. Nur du musst endlich mal was tun. Das ist zu wenig. Ja. Okay. Komm hoch. Ah, es geht doch. Ja. Bis dann.